Mit einer Ausstellung, Vorträgen und einem Workshop will die Stadt Tuttlingen diskutieren, wie ein zeitgemäßer Umgang mit dem Schneckenburger Denkmal im Stadtgarten aussehen kann. Schließlich wurde das Denkmal während der NS-Zeit errichtet. Außerdem würdigt es mit Max Schneckenburger einen Dichter, dessen Lied Die Wacht am Rhein lange als Kampflied gegen Frankreich gesungen wurde. Unter der Überschrift In Stein gemeißelt werden diese Themen jetzt aufgegriffen. So befasst sich eine Ausstellung im Rathausfoyer mit der Biografie Max Schneckenburgers und seinem Gedicht, erläutert die Geschichte des Denkmals selbst und geht auf den Künstler Fritz von Grävenitz und seine Rolle während der NS-Zeit ein. Gezeigt werden außerdem Fotos, Dokumente und auch historische Modelle aus dem Denkmalswettbewerb 1937. Begleitend zur Ausstellung gibt es drei Vorträge, unter anderem mit Experten für NS-Kunst und Erinnerungskultur. Die Ausstellung und die Vorträge sind die Grundlage für eine öffentliche Diskussion mit der Bürgerschaft. Dazu gibt es am Freitag, den 21. Oktober ab 15 Uhr einen Workshop im Rathausfoyer. Das ausführliche Programm finden Sie unter www.tuttlingen.de.